So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder im hohen Norden bei der Firma Baltic Carbon angekommen. An der Stelle muss ich erstmal sagen, Artyom hat wirklich die letzten Nächte komplett durchgezogen und hat tatsächlich die Form fertig für die Seitenteile. Wir haben ein bisschen Zeitstress, weil wir nehmen heute im Anschluss das Auto gleich mit, haben dann genau heute Nachmittag noch, um die Karosse fertig vorzubereiten, weil dann geht die Karosse nämlich direkt morgen wieder nach Süddeutschland zu Herrn Schwan. Die muss ja noch KTL beschichtet werden, denn, jetzt kommt's, das Auto steht nämlich ab Donnerstag in Stuttgart auf der Retro Classics Messe, auf dem Stand von Herrn Schwan. Marius und ich werden selber am Samstag auch vor Ort sein. Jetzt muss ich kurz im Kopf rechnen, damit ich euch jetzt kein falsches Datum sage. Ich gucke lieber doch auf Handy. Die Messe ist somit vom 27. bis zum 1.3. Bin mir gerade nicht sicher, ob es am Mittwoch schon losgeht, aber am Donnerstag ist er auf jeden Fall. Und Marius und ich werden selber am Samstag, 29.2., 1.3. ist der Sonntag, vor Ort sein. Und ihr könnt natürlich alle wieder liebend gerne rumkommen und euch das Auto angucken. Wir werden noch nicht alles verraten, aber die Karosse wird auf jeden Fall da sein. Deswegen war dieses ganz kleine Zeitfenster nur da, wo Chris und Artyom A vorbereiten mussten, B abformen mussten. Das ist jetzt zum Glück alles wohl getätigt. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal rein und gucken, wie es so aussieht. Wobei, nee, ihr kriegt jetzt erstmal ein kleines Zeitraffer und wir gucken mal gemeinsam, was Artyom so die letzten Stunden gemacht hat. Lass ich erstmal drücken für die letzten 120 Stunden. Wie waren die letzten Tage? Oh, gefühlt wie die letzten 3 Monate. Ja, das ist auf jeden Fall anstrengend. Ne? Du musst dich halt anpassen an die Materialien und nicht die Materialien an dich. Du musst irgendwie anfangen zu tricksen und das ist eigentlich auch der Tod irgendwo, weil Zeit ist der größte Feind von solchen Sachen. Ich habe das eben gerade im Intro schon gesagt, dass wir halt ein extrem enges Zeitfenster nach hinten raus hatten. Ne? Ja. Und das ist natürlich dann schwierig. Tricksen heißt, das wusste ich, hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm, dass du gewisse Trocknungszeiten zwischendrin auch immer hast. Ne? Du hast gewisse Härtezeiten. Es gibt halt Harze, die haben, nennt man die Topfzeit zum Beispiel. Also wir reden jetzt alle nur von der Topfzeit. Das ist die Verarbeitungszeit und dann hast du eine gewisse Härtezeit bei einer gewissen Temperatur, die du eigentlich einhalten müsstest, um eine gewisse Festigkeit zu erreichen. Mhm. So. Manchmal kann man aber auch, es gibt auch schnellere Härte, das heißt, es ist schneller als Reaktion. Aber man kann das nehmen wegen den Temperatureigenschaften bei der Reaktion. Mhm. Das würde vieles kaputt machen. Das heißt, du musst schon irgendwo gewisse Sachen einhalten. So, und dann musst du dir halt überlegen, weil es halt einzelne Schritte immer sind teilweise, zwischen denen du eigentlich härten lassen musst du irgendwie ja, tricksen, dass es wirklich trotzdem einhältst, aber ja, nichts kaputt geht, ne? Und dass es so relativ schnell bist. Mich würde mal interessieren, wer in den letzten Tagen aufgeregt war, du oder ich auf jeden Fall. Ja, du hast wahrscheinlich gar keine Zeit zum Aufgeregt sein, ne? Doch, also ich war schon, so, also trotzdem ist es Druck. Ne? Weil ich überlege, wie lange haben wir wirklich überlegt, oder diese Seitenteile-Sache so geplant, weil wir haben ja eigentlich schon Jahre darüber gesprochen, so ungefähr. Mhm. Ne? Also ich weiß, als wir damals das Carbon-Dach gemacht haben, haben wir damals auch schon drüber gesprochen. Ja. Ne? Und dann ist es halt schon immer krass, wenn man dann jetzt endlich so davor steht, ne? Ja. Und das Gerät hier sieht. So, okay, wir waren letztes Mal dabei stehen geblieben, da war G-Code drauf und schon die erste Schicht GFK. Ja. Da waren wir stehen geblieben. Das Vorlaminat, genau. Jetzt ist Form theoretisch fast fertig. Die ist fast fertig, ja. Also die Grundform auf jeden Fall. Mhm. Laminatmäßig ist alles drauf soweit und die Versteifung ist dran. Oh, ja. Versteifung ist das? Ja, das ist das Weg nochmal den Verzug geben und auch einfach der Formstabilität. Ich hätte das Ding ja auch in, was weiß ich, 20 mm dick machen können zum Beispiel. Mhm. A, wegen gewichtstechnisch,
ist das halt immer ein Problem. Mhm. Und B ist das auch, ja. Das ist quasi der Gitterrohrrahmen für die genau. Form. Es gibt halt, wie gesagt, es gibt verschiedene Arten, wie eine Formbau gestaltet werden kann. Viele machen es anders. Früher sogar, ich habe teilweise Sachen gesehen, da schweißen die ein Stahlgestell und kleben da das GFK, GFK-Form drauf. Wie gesagt, es gibt immer Vor- und Nachteile. Egal, je nachdem, was du machen willst, je nachdem, mit welchen Temperaturen du arbeitest, je nachdem, welche Prozesse du einsetzt. Es ist sehr, sehr entscheidend alles. Ja, und das ist für mich irgendwo. Bei mir war es auch das Konflikt, ich bin alleine. Ja. Das heißt, ich muss es auch alleine stellen. Ob ich jetzt damit durch die Tür gehe oder das Ding in den Tempoofen packen, wie auch immer, ich muss es immer alleine bewegen. Also können. Ja. Und die hat es in sich, die Form so, ne? So, das ist ja nur ein Teil von der Form. Ja, so. Das ist die Grundform und das Hauptteil. Ne? So, weil wenn man sich jetzt von hier aus das Ganze anguckt, dann sieht man ja, dass das eigentliche Blechseitenteil hier noch komplett über die Kante rüber geht. Ja. So, das direkt in einen Teil abformen geht nicht, weil du die Form nicht mehr abbekommen würdest. Genau. So, das heißt, selbst wenn man denkt, die Form war schon aufwendig, war das so lange nicht alles. Genau. Das war, dann kommt halt nur die gegengesetzte Form. Wir müssen es da an der Stelle trennbar machen. Das habe ich dann gemacht. Ne? Mhm. So, und dann kommt nämlich hier dieses Teilchen noch ins Spiel. Ja. Was dann hier tatsächlich nochmal, hier seht ihr dann quasi die Gegenkante. Das ist jetzt nur grob bearbeitet. Ne? Das ist nur der Verschnitt. Das wird jetzt noch richtig gefinisht. Das heißt, dieses Teil wird dann hier drauf verschraubt. Genau. Und dann kannst du das Ganze auf den Tisch legen und abformen. Also dann kann ich Laminaten reinlegen und so weiter. Mein eigenes Material reinlegen, genau. Und kann das eigentliche Teil herstellen. So, und es ist natürlich nicht nur diese eine Kante, sondern es geht natürlich hier überall noch weiter. Und da müssen auch überall noch Teile rein, ne? Genau. Krass. Wir brauchen halt jeden Kante auch. Ja, das sind dann am Ende sind schon ein paar Teile, ne? Ja, wie gesagt, das sind jetzt irgendwie grob. Hier merkt man auch mal, was du meintest, dass so eine Form auch wirklich dick und stabil sein muss, ne? Da merkt man erstmal, wie dick das Ganze am Ende dann doch eigentlich ist, ne? Wie gesagt, das ist jetzt so ein Teil, das sieht aus wie nichts, sage ich jetzt mal ganz doof. Das ist das Rohteil, ja. Das Halbzeug sozusagen, und das wird jetzt nochmal richtig zugeschnitten. Wie weit schneidest du das weg? Wirklich? Was halt auch immer krass bei diesem Abformen ist, dass man halt wirklich die originalen Blechpunktschweißungen, ne, immer so krass sieht. Ne? Also man sieht ja wirklich, wo original das Blech lang gegangen ist. Machst du es jetzt bis dahin, schleifst du das alles runter? Nee, dann, ich lasse einen kleinen Überstand, weil das Teil muss ja auch nachgearbeitet werden. Und ungefähr so bleibt das. Wie gesagt, die Kanten werden geschliffen, die Ecken abgerundet. In dem fertigen Carbon-Teil, wenn du es dann rausnimmst, siehst du dann, wo ja. Die Kante original war? Das ja. Also da kann man schon relativ gut dran schleifen. Ne? Genau. Sieht man, kann man auch noch mal ein bisschen nacharbeiten, dass man die Kante noch stärker zur Geltung kommt. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man CAD-Daten, Freestyle herstellt, dann macht man da generell auch eine kleine Schneidekante ran. In Form von Millimeter, Einstich, sag ich mal, eine Fräsung, sodass du da auch siehst, wo du lang schneiden müsstest. Genau. Okay, so, spannender Moment jetzt. Lass uns die Form mal einmal abnehmen. Also erstmal, ich muss einfach noch mal einmal zeigen hier, wie bündig das hier alles lang geht. Es ist schon wirklich, aber das ist dann halt das am Ende, was es so passgenau alles macht. Weil das ist halt wirklich aus Atömchen. Und auch klar, wenn sich das Ganze jetzt natürlich beim Aushärten ein bisschen verziehen würde, ja, dann ist halt das Carbon-Teil am Ende auch nicht mehr so schön anliegen. Ne? Ja, wie gesagt, das ist, bei diesem Teil ist es halt so, es wäre nicht ganz so entscheidend, dass es sich ein bisschen verziehen würde. So, weil du kannst hier noch ein bisschen dran drücken, du kannst hier ein bisschen klemmen und so. Ja. Wenn ich meine Videos mal sehe, dann packen die das Dach drauf und dann steht das da 30 cm in den Ecken hoch und dann machen die eine Klammer drauf, versiegeln nochmal mit einem dicken Kleber nochmal den Spalt und dann ist das gut. So. Ja. Ja, kann man machen, ist halt nicht so mein Stil. Ne? Ist aber natürlich schön, immer wenn das richtig passt. Und ja. Das möchte ich auch da. Ich will hier nirgendwo drin drücken, ich will nicht irgendwie irgendwas festzwängen. Das soll schon alles top sitzen, weil, ich sag mal so, es summiert sich ja. Du kennst das ja. Fehler summieren sich. Ja. Wenn du das Seitenteil einklebst, so, und das hat eine Abweichung X, dann setzt du die Carbon-Tür ein. Und das ist auch wieder eine Abweichung X. Mhm. Und diese das beiden jetzt, Punkte. Ja. Die mit den Toleranzen. Ja. Genau, das sieht schon wieder, dann sieht das vom Spalt was wieder scheiße aus. Ja. Ne? So,
Man merkt schon, saugend. Genau, man merkt schon, dass sie so, so saugend rangeht und man sie wirklich so ein bisschen mit Kraft schon wegdrücken muss. Warte, wir müssen noch einmal wieder anschicken. Ich will die noch einmal auf jeden Fall. Ich möchte das noch einmal spüren. Das ist noch viel geiler. Ich nehme die mal so ein bisschen weg. So, wie cool diese Form hier einfach drauf geleitet. Heftig. It's magic. Ja, sieht heftig aus, ne? Ist das bisher so die größte Form, die ihr macht? Nein. Ich habe teilweise Projekte begleitet, da haben wir eine Mega-Yacht-Teile gebaut. Und das ist eine Mega-Yacht. Ja, sag mal immer so 300 Millionen Bereich. Ja, und das ist halt, du musst es dir vorstellen, da werden Teile gefertigt zwischen 8 und 14, 16 Meter lang. Mhm. Und die kommen in eine Werft und da wird ein riesiges Schiff zusammengesetzt und kommen sie einzelne Teile zusammen. Okay. Ja, und dann ja, habe ich immer irgendwie, keine Ahnung, 14, 16 Meter lange Teile mal gebaut. Also ich hatte halt ein paar Leute drin, und es war ein Projekt, dann war ein Hausboot, gab es mal auch, das war auch ein Rumpf, irgendwie 12 Meter lang. Ja, das sind halt so Teile, da geht halt Meter. So 12 Meter, okay, ja. 300 Kilo Harz rein. Ja. So, ne? Hier sieht man jetzt aber nochmal schön, warum die beiden so einen Aufriss gemacht haben, dass das alles so glatt sein sollte. Weil man sieht halt wirklich, dass die Form jetzt halt genauso glatt ist. Ne? Und dementsprechend, wobei die bearbeitest du ja nochmal nach. Ne? Wie war das? Das müssen wir nicht. Also die ist schon wirklich... Film mal, wie sich das anfühlt. Nein, ich wollte damit sagen, dass du... Siehst das halt auch im Bild, das ist halt leicht matt, aber wir müssen das nicht hochglanz haben. Im Endeffekt, weil das Teil eh lackiert wird. Wichtig ist, dass die Oberfläche plan ist. Das Teil muss jetzt auch noch wärme nachbehandelt werden. Ah, das wird nochmal richtig getendert? Ja, das wird nochmal richtig behandelt mit Wärme, über 36 Stunden insgesamt. Und damit sich das wirklich alles setzt und damit die Oberfläche, also die Harze auch, die molekulare Verbindung da sich komplett entfalten kann, damit die Festigkeit auch da ist. Und wenn sich da irgendwas jetzt nochmal setzt, das wird sich zeigen, wie gut ich gearbeitet habe. Hallo, hallo. Und ja, da kann man nochmal nachpolieren eventuell. Das ist auch zum Beispiel, wenn ich jetzt eine kleine Blase drin habe mit Luft irgendwo, ne? Und die ist sehr nah der Oberfläche am Gelcoat, passiert Folgendes: Die Luft dehnt sich bei Wärme aus, die Blase bläst sich auf, so und dann sehe ich kaputt, ja, platzt oder nicht, aber es wird ja spülen, kann ich die hier reindrücken, weil es da ein Loch drin. Ja. Das passiert nicht bei schlechten GFK-Teilen. Mhm. Ne? Wenn die im Handlaminat sind, mit der Lackierer packt sie in den Ofen, so, dann geht das auf, dann siehst du die Blasen, die kommen hoch, so, dann muss er sich aufpieksen, muss er aufspachteln und muss es auch nicht lackieren. So, gutes GFK-Teil hat das nicht. Ich bin immer noch begeistert von diesen Kanten und so alle. Wie gesagt, jetzt kommt noch richtig wirklich der Feinschliff, das wird richtig alles nachgearbeitet werden, richtig schön und damit da wirklich auch nachher alles, damit du damit richtig gut arbeiten kannst. Das ist für mich die Voraussetzung. Ja, ja, klar. Ist schon Action, ja. Schon irgendwie so ein bisschen wie Puzzle, ne? Wie hast du die gebaut? Hast du die auch an der Form dann gebaut, zusätzlich? Ja, also Form drauf und dann quasi weiter? Ja, genau. Also das muss alles in einen Schuss, in einen Druck gemacht werden. Beziehungsweise wenn die Teile angeliefert, wenn du die einmal abgeliftet hast, dann, also du kannst das schon machen, aber du kannst nicht gewährleisten, dass es hundertprozentig anliegt. Das wird auch wahrscheinlich funktionieren, wird auch irgendwie gehen, aber wäre halt wieder nicht so genau, das ist ja das Ding. Dass ich immer sage, ich will das halt so machen, wie es halt muss und nicht wie man es könnte. Sieht man auch jetzt wieder, wenn man sich so die lange Kante anguckt, ne? Ich wollte es mit Absicht mal weghalten. So, wenn man sich die Kante quasi vom Seitenteil anguckt und das jetzt ransetzt, wie halt wirklich über die ganze Länge genau bündig halt so drauf geht, ne? Das ist schon, ja, ist halt ein Abdruck, ne? Krass. Ja, mega. So, wir müssen auf jeden Fall, habe ich mir überlegt, wenn du die eigentlichen Seitenteile laminierst, da müssen wir auf jeden Fall mal dabei sein. Ja. Das haben wir nämlich noch nie gezeigt. Zumindest so auch wieder irgendwie so, müssen wir mal zeigen, wie so ein Teil dann eigentlich entsteht. Mhm. Und du kannst jetzt erstmal ein paar Tage schlafen. Ja, ich würde auf jeden Fall was anderes machen. Also weitere Teile bauen, Formen bauen. Andere.
Ja, das ist, wie gesagt, da geht es ja auch noch ein bisschen nebenbei weiter. Das muss, da kann man jetzt auch noch mal sehr, sehr viel kaputt machen. Wenn man das halt jetzt nicht richtig wärme behandelt, ist einfach so, weil das Teil ist sehr schwer. Wenn man die Temperaturkurve falsch fährt, kann es passieren, dass das durch Eigengewicht auch das Teil verdrückt wird, weil die Matrix erweicht. Tempern heißt also in dem Fall nicht nur einfach in den Ofen 80 Grad, 24 Stunden fertig, sondern schon richtig verschiedene Temperaturen über verschiedene Zeiträume. Genau. Also das Wichtige ist, das halt so die Temperatur so zu gestalten, dass man so langsam hochfährt, dass die Erweichung der Matrix trotzdem die Gewichtaufnahme der Form hält. Dass es nicht in sich kollabiert. Das heißt, wenn du die Temperatur zu hoch ansteigen lässt, wird das halt so weich, wenn du die G übersteigst, dass das Ding einfach so bündelt und dann so härtet, wie es jetzt zusammengefallen ist. Das heißt, wie viel Grad kriegt so eine Form jetzt ungefähr nochmal? Bis 120. 120, okay. Ja, also ich bin auf jeden Fall mega happy. Also ich hatte natürlich vollstes Vertrauen, dass die Jungs das auf jeden Fall hinbekommen. Aber war schon heftig, ne? Wie gesagt, die Zeit ist das... Was hältst du davon, dass wir jetzt gleich im Anschluss die Blechseitenteile wieder rausnehmen? Die wahrscheinlich egal, ne? Das ist mir völlig egal. Wie gesagt, mein Ding ist erledigt, mein Part. Das heißt, irgendwo müssen eh raus und dann wieder rein. Aber krass wird, glaube ich, nochmal der Moment, wenn wir dann das Carbon-Seitenteil so... Ja, das schauen wir mal, wie das gestaltet. Anstecken, ne? Okay, weiterer Ablauf, zurück nach Hannover, Blechseitenteile raus, Karosse endgültig vorbereiten fürs KTL-Bad. Nach dem KTL-Bad sind wir auf jeden Fall wieder hier und gucken mal, wie daraus ein paar Carbon-Seitenteile kommen. Ja, schön. Danke.